In den heutigen Joker News gibt es Neuigkeiten zu den Kabeln. Sie werden bunt, aber vermutlich nicht ganz so schnell. Und dann gibt es weitere Leaks zum iPhone 15 Pro bzw. iPhone 15 Pro Ultra, was das Zubehör angeht, aber vor allen Dingen auch was die Farben angeht. Das und ein bisschen mehr heute in den Joker News. Viel Spaß! Was geht ab? Hier ist dein Joker rund um Apple mit den Joker News zum Wochenende. Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, als wir darüber gerätselt haben, was diese Eipille da oben soll? Dieses I, was auf der Seite liegt oder doch zusammenhängend ist und dann später kam das Dynamic Island raus? So ein ähnliches Gefühl habe ich bei den neuesten Leaks und Informationen, die gerade an den Start gekommen sind und die will ich heute mit euch zusammen durchgehen. Deswegen würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. In den letzten Joker News habe ich euch auf den neuesten Stand gebracht, was die Kabel für die iPhone 15 Modelle angeht. A, dass sie länger werden sollen. Inzwischen im Übrigen sind die Gerüchte bei 1,6 Meter. Ein sehr, sehr langes Kabel, was Apple da in die Verpackung mit reinschweißen möchte. Und die sollen geflochten sein und die entsprechende Farbe zum iPhone haben. Das heißt, eine Symbiose von Kabel und iPhone. Und wir reden hier über ein USB-C-Kabel. Das heißt, USB-C auf der einen Seite, USB-C auf der anderen Seite. Und was würde man erwarten, wenn man USB-C hat? Richtig, absolut Geschwindigkeiten, die sich sehen lassen können. Und die scheinen bei den iPhone 15 Modellen laut den neuesten Gerüchten nicht so wirklich schnell zu sein. Es sieht danach aus, dass wir einen USB-C-Anschluss bekommen mit Lightning-Geschwindigkeit. Lightning-Anschlüsse sind auf 480 Mbit die Sekunde begrenzt, während Thunderbolt bzw. USB-C bis zu 40 Gigabit die Sekunde übertragen können. Ihr könnt euch das einfach ein bisschen so vorstellen, dass ihr ein Porsche bekommt. Allerdings ist hier ein Trabi-Motor verbaut. Trotzdem sieht der Porsche natürlich gut von außen aus, hat eine schöne Farbe, hat eine schöne geflochtene Umrandung, ist sehr, sehr lang. Aber halt nicht so schnell. Laut den Gerüchten sind die Farben dieses Porsche-Trabis schwarz, weiß, gelb, blau und orange. Und klar, man muss sagen, es wäre cool, wenn Apple ein schnelleres Kabel beilegen würde, aber auf der anderen Seite sind dafür natürlich die Pro-Modelle zuständig. Und da habe ich auch News, die wir jetzt gleich mal durchgehen werden. Der Leaker Kotsunami. Kotsunami. Der Leaker Kozutami auf X bzw. Twitter hat Bilder veröffentlicht von einem Kabel. Als ich die gesehen habe, dachte ich, wow, ist das ein Kabel für Studio-Display oder möglicherweise für das Pro XDR-Display? So ein fettes, schwarzes Kabel habe ich nicht erwartet, dass Apple das für die iPhones einsetzen will. Aber es scheint so, als ob dieses Kabel, zumindest laut dem Leaker, für die iPhone 15 Pro Modelle zur Verfügung gestellt wird mit 40 Gigabit die Sekunde Datenübertragung. Und da muss ich Apple fragen, Apple, was habt ihr mit dem iPhone 15 Pro vor? Ich meine, nicht auszudenken, was man damit alles einstellen kann. Im Prinzip kann dieses Kabel das iPhone zu einem gefühlten Mac Mini in der Tasche machen. Das könnte der Mac für unterwegs sein. Einfach angesteckt per USB-C und zack, geht die Party ab mit dem neuen Prozessor. Aber natürlich auch für Datenübertragung von Video und Foto haben wir hier eine Geschwindigkeit, mit denen man so viele Szenarien abdecken kann. Spannend wird hier tatsächlich sein, wie viele Apple mit dem iPhone 15 Pro davon schon abdecken wird oder erst in den nächsten Jahren abdecken wird. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Änderung, womit sehr viel mehr möglich ist. Ich meine, allein mit diesem Kabel könnte man das iPhone 15 Pro mit 150 Watt aufladen. 150 Watt. Wir sind im Moment bei 27 Watt maximal. Ob Apple das dann tatsächlich auch für die 15 Pro Modelle zur Verfügung stellen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Aber theoretisch wäre es mit diesem Kabel möglich. Die Farben von den iPhone 15 Modellen haben wir schon besprochen. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu den Pro Modellen, was wir hier an Farben erwarten können. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet, Apple testete verschiedene Farben, zum Beispiel Rot. Haben sich sehr, sehr viele darüber gefreut, dass möglicherweise ein rotes iPhone kommt. Dieses Rot ist aber nie wieder aufgetaucht. Und jetzt gibt es neue Informationen über die Farbwahl beim iPhone 15 Pro. Die erste Farbe, die uns hier erreicht, ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eine, mit der man auch hätte rechnen können. Da wir jetzt ja einen Titanrahmen bekommen, wird es eine reine Titanversion geben. Das wird dann so ein Grau, so ein Silbergrau sein. Hier gibt es tatsächlich laut den Leakern auch schon einen Arbeitstitel Titan Grey. Und unser geliebtes Space Black, was ja letztes Jahr an den Start gegangen ist, soll auch wieder bei den Titanversionen kommen. Vielleicht in einer leicht anderen Schattierung. Und neben dem Titan Grey wird es auch noch eine reine silberne Version geben. Sehr gespannt, wie Apple das umsetzen wird, weil wir ja kein
Edelstahl mehr haben, sondern Titan, wie Silber das dann tatsächlich aussieht und im Vergleich zum Titan Grey rüberkommt. Und dann wird es tatsächlich ein Comeback einer Farbe geben, die wir schon hatten und die viele Leute extrem abgefeiert haben. Die Rede ist hier von dieser Pazifik-Blaufarbe. Die soll in einer bestimmten Art und Weise wiederkommen und soll ein bisschen so eine Mischung aus dieser Farbe sein und aus dem Violett vom letzten Jahr. Eins ist euch sicherlich aufgefallen, eine Farbe, die verschwunden ist und wahrscheinlich durch das Titan Grey ersetzt wird, das ist der goldene Farbton. Sehr beliebt in China wird es dieses Jahr vermutlich kein goldenes iPhone geben. Gleichzeitig wird das Violett von letztem Jahr durch das neue Blau ersetzt werden, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das unterscheiden wird. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Apple hier mit dem Ultra-Thema weitermacht und sagt, hey, die Titan-Grey-Version der Pro- bzw. Ultra-Modelle machen wir so wie bei der Apple Watch Ultra, nämlich mit einem orangen Action-Button an der Seite. Ich glaube, es wird so nice aussehen. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Farben denkt, welche Farben ihr euch wünschen würdet oder welche Farbe ihr von diesen picken würdet. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob es tatsächlich so kommen wird. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.